Hey Formel 1 Freaks! Mick Schumacher steht momentan unter sehr hohem Druck in der Formel 1. Obwohl er schon immer in seiner Karriere unter dem Druck seines Nachnamens stand, steht er momentan wahrscheinlich unter einem so hohen Druck wie noch nie zuvor. Denn er erzeugt regelmäßig hohe Summen an Kosten, die für Crashs draufgehen. Und das ist für so ein kleines Team wie Haas einfach nicht akzeptabel. Die haben nicht so viel Geld und zusätzlich durch das Budget Cap ist es ihnen natürlich auch nach oben hin nicht erlaubt, unendlich viel auszugeben. Es wäre natürlich besser, das Geld für die Entwicklung des Autos auszugeben, anstatt für die Reparatur von Crashs. Und deswegen wurde Mick Schumacher jetzt schon des Öfteren von seinem Teamchef Günther Steiner ermahnt, einerseits direkt nach dem Rennen in Monaco und erst vor kurzem hat Günther Steiner nochmals nachgelegt und gesagt, dass in der Formel 1 nur die Ergebnisse zählen und dass Mick Schumacher das genau weiß. Und dass er die Erwartungen kennt, die eben bestehen, wenn man einen Teamkollegen hat, der regelmäßig in die Punkte fährt. Und wenn man eben dem das nicht gleich tut, dann wird es schwierig. So hat er das gesagt. Und aufgrund dieser ganzen Kritik an Mick Schumacher, die jetzt von allen Seiten kommt, unter anderem auch von Rallye-Legende Walter Röhrl, dazu aber später mehr, hat sein Onkel Ralf Schumacher jetzt langsam genug. Er kann das jetzt langsam nicht mehr ertragen und nicht mehr hören. Es muss auch irgendwann gut sein. Das merkt man seinen Aussagen an, denn er hat gesagt, solche Aussagen sind wieder typisch von Günther Steiner. Sie lassen zu viel Interpretation zu. Das ist überflüssig. Auch das Team hat viele Fehler gemacht. Jetzt müssen zwei Sachen zusammenkommen. Auf der einen Seite Mick, der darauf achten muss, keine Fahrfehler zu machen, aber auch Haas muss jetzt weitermachen. Denn auch Magnussen tut sich jetzt langsam schwer. Ein Update muss dringend her, denn die anderen Teams haben schon alle eins. Wichtig ist, dass jetzt mal alles zusammenläuft, dass es keinen technischen Defekt gibt, dass er seine Trainings fahren kann und dass er keine Fehler macht. Wenn beide Seiten besser zusammenspielen, dann sehe ich da kein Problem. Deswegen sage ich immer, bei sowas muss man vorsichtig sein. Man gewinnt und verliert gemeinsam. Und auf die Nachfrage hin, ob er glaubt, dass Mick Schumacher möglicherweise schon während der Saison aussortiert werden könnte von Haas oder am Ende der Saison, hat er gesagt, das halte ich für unmöglich und ich glaube auch nicht, dass das angedacht ist. Er ist schon vorher an seinen Aufgaben gewachsen, da habe ich gar keine Bedenken. Die Teamchefs sehen ganz genau, welches Potenzial da ist. Und es gibt ja wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten. Da tut sich gerade viel. Ein großer deutscher Hersteller kommt in die Formel 1 und möchte unbedingt einen deutschen Fahrer. Von dem her wäre ich vorsichtig. Und man darf nicht vergessen, Mick ist ein Ferrari Junior. Günther Steiner hat nur bedingt Einfluss auf das, was da passiert. Ja, diese Aussage von Ralf Schumacher zeigt, dass er langsam eben genug hat von diesen ganzen Aussagen gegen seinen Neffen und diese ganze Kritik. Das muss auch irgendwann mal aufhören. Das ist eine Zeit lang gut, aber irgendwann muss es aufhören. Und letztendlich ist es auch so, dass jetzt Baku kommt. Und in Baku war Mick Schumacher 2021 sehr gut, da hat er einen 13. Platz erreicht. Das war eines seiner besten Ergebnisse 2021. Er war nur ein einziges Mal noch besser mit dem 12. Platz in Ungarn. Aber sonst ist der 13. Platz letztes Jahr eines seiner besten Ergebnisse gewesen, eben in Baku. Und diese Rennstrecke kommt jetzt wieder als nächstes. Und da kann Mick Schumacher vielleicht endlich wieder zeigen, was er kann. Aber auch hier ging es wieder nicht ohne eine Ermahnung von Günther Steiner, wenn auch diesmal gegen beide Fahrer von Haas, also auch in Richtung Kevin Magnussen. Denn er hat gesagt, dass das Auto, die beiden Autos in Baku unbedingt heile bleiben müssen diesmal, denn letztendlich ist eine Woche später direkt Montreal und die haben also nicht viel Zeit, ein komplett zerstörtes Auto zu reparieren. Das heißt, Günther Steiner hat schon wieder Druck aufgebaut hier, aber letztendlich ist er das einfach. Das ist Günther Steiner und wie Ralf Schumacher gesagt hat, das ist typisch Günther Steiner. Und bei all dieser Kritik hat sich nun auch noch jemand hinzugeschalten, nämlich die deutsche Rallye-Legende Walter Röhrl, der in seiner Karriere unter anderem zweimal Rallye-Weltmeister wurde und bekannt ist für seine konkreten und direkten Aussagen, die komplett ernst gemeint sind und er hält mit nichts hinter dem Zaum. Dafür ist er eben bekannt und das hat er jetzt wieder Richtung Mick Schumacher und auch Richtung Sebastian Vettel gemacht. Ihn stört nämlich, dass Sebastian Vettel dieses Umweltdenken hat, aber trotzdem immer noch in der Formel 1 fährt. Er hat gegen Sebastian Vettel gesagt,
Ich habe mich mal gefragt, was mit ihm passiert ist. Aber wenn ich mich nach 15 Jahren im Motorsport besinne und jetzt der Meinung bin, dass ich ein Umweltsünder bin, dann muss ich aufhören. Basta. Er kann schlecht jammern, dass er was für die Umwelt tun will und gleichzeitig mit der Formel 1 um die Welt fliegen. Man muss dann schon konsequent sein Leben danach richten. Und auch gegen den anderen deutschen Fahrer hatte Walter Röhrl eigentlich nur Kritik übrig. Er hat gesagt, das ist für Mick Schumacher aktuell bitter, denn Kevin Magnussen, der nach einjähriger Pause in die Formel 1 zurückgekehrt ist, hat ihn gut im Griff. Das übt zusätzlich Druck auf ihn aus, bringt Brisanz ins Team und macht es nicht einfacher. Er hat derzeit einfach viel zu viele Unfälle, die alle sehr, sehr viel Geld kosten. Wenn nichts kommt, werden sie das nicht unendlich weiter mitmachen. Die Formel 1 ist brutal und kalt. Es gibt die Erwartung, dass er der große Star sein muss. Das ist hart und schwer. Es sieht so aus, als hätte er nicht das überragende Talent, das sein Vater hatte. Der ist auf Anhieb vorne weggefahren. Wobei sich inzwischen natürlich die Zeit geändert hat und die Autos immer wichtiger werden und der Mensch immer unwichtiger wird. Es wird sich zeigen, ob er dem Druck besteht und sich irgendwann gegen Magnussen behaupten kann. Das waren mal richtig harte Worte von Walter Röhrl, aber er muss es ja wissen. Er ist in dem Business groß geworden, er weiß, was Motorsport bedeutet und letztendlich ist es eben ein schnelles Business, ein hartes Business und man muss abliefern, denn hinten dran stehen noch viele weitere Talente, die nachrücken wollen. Und deswegen muss Mick Schumacher jetzt endlich abliefern und seine Kritiker damit stummschalten. In Baku hat er auf jeden Fall wieder die Chance dazu. Das war es auf jeden Fall zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bleibe für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao!